Manche Dinge in Pokémon machen wir jeden Tag. Doch manche Dinge von ihnen könnte man mittlerweile auch getrost in Pokémon weglassen. Meine persönliche Top 3 stelle ich euch jetzt vor. In diesem Sinne viel Spaß. Platz 3. Die erste Sache, mit der wir uns beschäftigen, ist ein Item. Dieses Item gibt es schon seit der ersten Generation und war mehr oder weniger nützlich. Doch spätestens seit der zweiten Generation, wo man die Funktionsweise dieses Items verändert hatte, ist der EP-Teiler unabdingbar geworden. Seit der sechsten Generation ist der EP-Teiler sogar mittlerweile wieder ein Basis-Item. Dadurch erhalten alle Pokémon im Team Erfahrungspunkte. In der sechsten Generation sind das so viele, wie man tatsächlich bekommen hätte, und ab der siebten Generation nur noch die Hälfte. Das Problem hierbei ist noch nicht mal die Funktionsweise des Items, sondern wann man das Item erhält. Denn hier teile ich die Meinung der meisten, denn das Item kommt einfach viel zu früh in den Spielverlauf mittlerweile. Wenn man Schwierigkeitsgrade in Pokémon will, soll man dafür nicht ein Item verwenden, sondern Schwierigkeitsgrade einbauen, halt wie zum Beispiel bei Schwarz und Weiß 2, den Hürdenmodus. So könnte man auf das Basis-Item EP-Teiler verzichten, wenn man denn einen Schwierigkeitsgrad einbaut. Also, liebes Game Freak, macht eine Herzensentscheidung und gebt mir den EP-Teiler zum Tragen wieder zurück. Dankeschön. Platz 2. Meistens sind Informationen in Pokémon ganz nützlich, die man von den Menschen bekommt. Besonders nervig finde ich vor allem diejenigen, die Wege blockieren und euch nicht mehr durchlassen. Ein geradliniger Storyverlauf soll vor allen Dingen den Anfängern relativ nützlich sein. Gerade in Sonne und Mond gibt es von diesen Wegeblockierern, wie ich sie weiter in diesem Video nennen werde, ungemein viele. Da willst du einmal nach rechts gehen und da steht schon wieder einer dieser Wegeblockierer. Und nur du, ja genau, nur du darfst da nicht durch. Und eine dieser Wegeblockierer hat in Schwarz und Weiß 2 sich treffend so gut beschrieben, dass ich einfach mal diesen Satz in dieses Video reinpacken muss. Wir wissen zwar nicht, wieso wir hier stehen, wir tun es aber einfach. Indirekt gibt Nintendo damit zu, dass diese Typen wirklich nutzlos sind und stellt sie trotzdem einfach en masse hin. Ich brauche keine Wegeblockierer in Pokémon und auch keinen geradlinigen Storyverlauf. Wenn das Level meiner Pokémon 20 Level unter dem Level der gegnerischen Pokémon ist, dann ist es halt nun mal eben so und dann falle ich halt eben mal auf die Schnauze. Die meisten Wegeblockierer sind also ziemlich eins. Unnötig. Man braucht sie einfach nicht. Und deswegen, liebes Game Freak, gibt uns doch die offene Pokémon-Welt, die wir uns doch so sehr wünschen. Platz 1. Es gibt einige Ereignisse in Pokémon, in denen man sich wünscht, dass die anderen einfach mal die Klappe halten. Besonders penetrant ist das Anfangstutorium oder auch allgemein die anfängliche Einleitung von Pokémon. In Sonne und Mond dauert diese Anfangssequenz fast 45 Minuten, wieso man in der Regel Sonne und Mond nur ein einziges Mal durchspielt. Natürlich, lieber Random Trainer, weiß ich nicht, wie man Pokémon fängt, deswegen zeig es mir und ja, Professor, gib mir die 5 Pokébälle, die ich in jedem Pokémon-Abenteuer immer von dir nach 5 Minuten bekomme. In Sonne und Mond war es diesmal wirklich so penetrant, dass ich mir am liebsten ein B-Überspringen-Menü gewünscht habe im linken oder rechten unteren Eck. Aber ich hab's begriffen, Game Freak. Nach 20 Jahren Pokémon weiß ich immer noch nicht, wie man Pokémon fängt. Okay, okay, ich hab's verstanden. Und deswegen, mal ganz ehrlich, könnte man eigentlich diese ganze Anfangssequenz wirklich aufs Minimalste begrenzen. Und dieses Tutorium, wie man Pokémon fängt oder in den Pokédex bekommt, müsste jetzt mal nach 20 Jahren echt rum sein. Schreibt mir jedenfalls in die Kommentare, welche Dinge ihr für überholt oder unnötig mittlerweile in Pokémon findet. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, liken und hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos mittels des Abonnieren-Buttons gerne jetzt tun. Doch ich verabschiede mich jetzt und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.